was in Frankfurt gerade so los ist, vor allem politisch was los ist, was so im letzten Jahr passiert ist. Wir hatten im letzten Jahr in unseren Ortsbeiräten, und zwar genau in 3 Ortsbeiräten, Anträge für Coffeeshops. So, das ist definitiv zu begrüßen und davon wurde einer zugestimmt, der jetzt in die Stadtverordnetenversammlung kommt. Einer ist aktuell noch auf Halde und einer wurde mit Stimmengleichheit allerdings abgelehnt. So, aber es geht natürlich noch weiter. Es gab zum Beispiel einen Antrag für die Errichtung eines Hanflabyrinthes. Da gab es schon einige in Deutschland. Wir haben uns gesagt, wir wollen auch eins in Frankfurt haben, damit wir die Leute über Hanf auch vor allen Dingen in dem Betrunk als Rohstoff informieren können. Dafür ist so ein Hanflabyrinth gut geeignet. Der Rest wird natürlich dann da auch gemacht. So, zur Krönung quasi des Jahres haben wir einen Antrag. Wie vielleicht manche wissen, haben wir eine schwarz-grüne Regierung, CDU und die Grüne. Klingt erstmal nicht so gut. Was aber gekommen ist, die schwarz-grüne Regierung hat einen Antrag gestellt für die Errichtung eines Modellversuches für Drug-Checking, insbesondere für Legal Highs. Das ist ein Meilensprung nach vorne, allein weil die CDU mit dabei ist. Das kann man auch mal ruhig bejubeln in Frankfurt. Noch hinzu, und zwar den Termin könnt ihr euch alle merken. Am 17. November hat unsere Gesundheitsdezernentin Rosemarie Heilig, manchmal auch Frau Scheinheilig genannt, aber dazu später mehr, hat eine Cannabis-Fachtagung organisiert. Bei dieser Cannabis-Fachtagung, die am 17. November den ganzen Tag über stattfindet, sind verschiedenste Leute da, verschiedene Fachleute aus verschiedenen Ländern, aus Amsterdam zum Beispiel, aus Amerika ist wer da, wenn ich mich recht erinnere. Es sind zum Beispiel 5 verschiedene Foren. Der Fokus liegt darauf, die Regulierungsmodelle zu beleuchten und zu schauen, welches Regulierungsmodell, zum Beispiel Cannabis Social Clubs oder Coffeeshop-Modell wie in Holland, ist denn für uns das Richtige? Was können wir damit machen? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Dazu laden wir euch auf jeden Fall alle herzlich einzukommen. Die interessierte Öffentlichkeit ist explizit eingeladen und die Veranstaltung ist umsonst. Ihr solltet also zahlreich kommen. Das war es eigentlich fast schon von mir. Kommt alle zur Cannabis-Fachtagung am 17. November. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch heute noch viel, 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 viel Spaß. Yeah.